Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian. Servus aus dem Bayerischen Landtag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frag Fabian, dem Social Media Magazin zur Arbeit von uns Freien Wählern hier im Maximilianeum, in dem es heute um die Frage von der Silvia aus Bodenmais im schönen Bayerwald geht, die auf den Social Media Kanälen unserer Fraktion wahrgenommen hat, dass wir diese Woche eine ganz besondere Veranstaltung hier im Parlament durchgeführt haben, dass wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus ganz Bayern zu Gast hatten, die uns in unserer täglichen Arbeit als Regierungsfraktion hier im Maximilianeum unterstützen. Und dann hat die Silvia sich die Frage gestellt und uns geschrieben, wie viele Leute arbeiten denn eigentlich für euch? Warum sitzen die nicht in München? Und was habt ihr bei dieser Konferenz denn besprochen? Das könntet ihr doch, so schreibt die Silvia das. Und damit ist es auch mein Auftrag, mal in Frag Fabian erklären. Ja, liebe Silvia, das mache ich natürlich gerne, vielleicht zweiteilig im Hinblick auf deine Frage zunächst. Wer arbeitet eigentlich alles für uns und wie sind wir im Hinblick auf den Mitarbeiterstab unserer Regierungsfraktion hier in München, aber auch draußen in den bayerischen Regionen aufgestellt? Wir haben ein ganz wunderbares Team hier in München, in der Landeshauptstadt, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die uns in der täglichen parlamentarischen Arbeit unterstützen. Eine Geschäftsstelle hier im Parlament, die sich um die Organisation des gesamten Parlamentsbetriebs, aber auch unserer Veranstaltungen und allem, was wir so in München und darüber hinaus als Regierungsfraktion auf den Weg bringen, kümmern. Wir haben eine Pressestelle hier in München. Das sind diejenigen, die jetzt gerade hinter dieser Kamera stehen und Woche für Woche unter anderem Frag Fabian mit mir aufzeichnen. Und wir haben ganz sehr hervorragende Fachreferentinnen und Fachreferenten, die uns inhaltlich begleiten bei der politischen Arbeit hier in den Ausschüssen des Bayerischen Landtags. Also beispielsweise, liebe Silvia, einen Wirtschaftsreferenten, der den Wirtschaftsausschuss begleitet, einen Finanzreferenten, der den Finanzausschuss begleitet. Diejenigen, die also fachlich zuarbeiten für die politisch-inhaltliche Arbeit hier im Parlament. Jetzt hat aber, liebe Silvia, und das beantwortet den Teil deiner Frage, der sich darauf richtet, wieso sitzen eure Mitarbeiter denn nicht alle in München? So ein Abgeordneter hier im Bayerischen Landtag nicht einzig die Aufgabe, in München an parlamentarischen Prozessen mitzuwirken, sondern wir alle sind auch ein gutes Stück weit die Lobbyisten unserer jeweiligen Heimat, ja diejenigen, die Interessensvertreter sind der verschiedenen Regionen in Bayern. Und deshalb ist es wichtig, gerade für uns Freie Wähler als Bürgermeister, als Kommunalpartei, dass wir auch in den Stimmkreisen draußen bei den Menschen, dort wo Politik auf die Lebenswirklichkeit der Leute trifft, präsent sind und dort vor Ort gute Arbeit machen. Und dafür gibt es ein Budget für alle gewählten Mitglieder des Hohen Hauses, eine Stelle für einen wissenschaftlichen Mitarbeiter und eine Stelle für eine Assistenzkraft. Und auf diesen Stellen, da können alle Abgeordneten zu Hause in ihrer Heimatregion in den Stimmkreisbüros sich noch Unterstützung ins Boot holen, sich dort bei ihrer Arbeit vor Ort begleiten lassen. Heißt also, wir haben einerseits unseren Stab hier in München und wir haben andererseits in allen Regionen Bayerns überall zu Hause bei den Kolleginnen und Kollegen Abgeordneten noch deren Teams in den Stimmkreisbüros. Und das, liebe Silvia, das führt mich zum zweiten Teil deiner Frage, nämlich was wir da jetzt in München mit dieser Konferenz gemacht haben und was wir da miteinander besprochen haben. Diese Konferenz, die wir in regelmäßigen Abständen machen, die erfüllt den Zweck, dass miteinander in Einklang und unter einen Hut zu bringen, was unser Stab hier in München tut und das, was unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter draußen in den Stimmkreisen tun. Wir laden zu dieser Konferenz, zu dieser Arbeitstagung also immer und immer wieder alle Mitarbeiter aus ganz Bayern aus den Stimmkreisbüros ein und bringen die zusammen mit unserem Münchnerstab, sodass gewissermaßen die rechte Hand weiß, was die linke tut und wir da wie Zahnräder als eine Aktionseinheit ineinander greifen. Was, ich sage das nochmal, glaube ich, gerade bei uns Freien Wählern, die wir sehr für die bayerischen Regionen stehen, die wir eine Bürgermeister, eine Kommunalpartei sind, die von unten nach oben und nicht von oben nach unten arbeitet, ganz besonders wichtig ist, dass wir da uns gut abstimmen zu politisch-inhaltlichen Themen, uns gut abstimmen im Hinblick auf die Vertretung auch der Interessen der verschiedenen bayerischen Regionen hier in München. Denn Bayern ist eben nicht nur München. Bayern ist sehr stolz zu Recht drauf, auch München unter Münchner Speckgürtel zu sein. Aber uns Freien Wählern ist bekanntermaßen ganz besonders wichtig, dass auch die verschiedenen Regionen in Bayern in unserer Politik besonders und angemessen zur Geltung kommen. Und deshalb diese Konferenz. Und jetzt, wie ist es gelaufen, liebe Silvia?
Ich würde sagen, dieses Mal ist es besonders gut gelaufen, deshalb weil uns allen natürlich ein bisschen das Herz aufgegangen ist nach all diesen Corona-Pandemie-Zeiten, in denen ja auch solche Konferenzen nicht mehr möglich waren, in denen wir uns nur noch gesehen haben über solche digitalen Kacheln irgendwie auf den Computern in Online-Tools. Und jetzt war zum ersten Mal wieder die Gelegenheit, weil Corona im Sommer wieder mehr Normalität glücklicherweise ermöglicht, unsere ganze Mannschaft, das gesamte Team aus ganz Bayern mal zusammenzuholen, wieder face-to-face sich miteinander auszutauschen. Und es hat richtig, richtig gut getan nach dieser schwierigen Zeit. Denn gerade für uns Freie Wähler, die wir ja draußen bei den Menschen sein wollen, unser Credo ist es ja immer, mit beiden Beinen auf dem Boden, mit beiden Ohren bei den Menschen zu sein, war es gewissermaßen die Höchststrafe. Genau das nicht tun zu dürfen, jetzt eigentlich 2 Jahre nicht bei den Menschen sein zu können, für die wir arbeiten dürfen, und stattdessen nur an Münchner Schreibtischen drüber zu diskutieren, was wir sozusagen vom grünen Tisch aus den Menschen als nächstes verbieten. Und wenn es jetzt wieder möglich ist, alle zusammenzuholen, endlich mal auch nicht nur über Corona zu reden, sondern nach vorne Politik für unsere gemeinsame Heimat zu machen, dann war das natürlich dieses Mal eine besonders große Freude. Und diesen Elan und diesen Spirit, den hat man bei dieser Tagung auch sehr gemerkt. Und deshalb war es wieder so ein Tag, wo ich jetzt als parlamentarischer Geschäftsführer einerseits sehr dankbar, andererseits aber auch sehr stolz drauf bin, was wir für eine tolle Truppe haben und wie viele ganz wunderbare Menschen mit ihrer Expertise für uns arbeiten. Mein Gefühl ist immer, wir Abgeordneten, wir sind die, die am Ende des Tages dann, wie ich jetzt im Moment, vor der Kamera stehen und so ein bisschen das Gesicht unserer Arbeit sind. Aber die Arbeit, die wäre nicht mal halb so gut, nein, die wäre überhaupt nicht gut und machbar und leistbar, wenn wir nicht so viele tolle Menschen in den Teams vor Ort und hier in München hätten, die für uns einen ganz, ganz grandiosen Job machen. Und die mal wieder vor der Nase zu haben, dafür auch Danke sagen zu dürfen und die nächsten Ideen und Visionen für unsere Heimat zu entwickeln, das war, glaube ich, die große Freude dieser Konferenz, und das ging uns allen so. Ich habe selten so viele gut gelaunte, anpackende, mit aufgekrempelten Ärmeln zupackende Leute gesehen bei diesen Konferenzen, wie das dieses Mal der Fall war. Also so richtig oranger Freiwähler-Spirit für Bayern, für unsere Heimat. Und es hat sehr, sehr gut getan, weil man dann auch wieder weiß, für wen man sich den ganzen Wahnsinn antut und was die Dinge sind, die wir für unsere Heimat vorantreiben wollen. Vielleicht, Silvia, weil das angeklungen ist, zum Abschluss noch auf deine Frage reflektierend, warum arbeiten da überhaupt so viele Leute für euch? Ehrlicherweise sind es nicht nur gemessen an unserem Arbeitspensum, sondern auch verfassungsrechtlich interpretiert eher zu wenig als zu viel. Denn wir haben im Parlament ja nicht nur die Aufgabe, Gesetze zu machen, Haushaltsgesetzgeber zu sein, Interessenausgleich herzustellen. Nein, wir haben auch als Regierungsfraktion die verfassungsmäßige Aufgabe, Regierung, Staatsregierung zu kontrollieren innerhalb eines gewaltenteiligen Systems. Und wenn man da mal bedenkt, wie viele hunderte Menschen in den verschiedenen Ministerien da überall in München für die Exekutive arbeiten, dann glaube ich, sind diese 2 Leute pro Abgeordneter und diese 4-25 Leute im Stab in München jetzt wirklich nicht zu viel, um da auf Augenhöhe zu sein. Die könnten alle rund um die Uhr arbeiten, und die arbeiten glücklicherweise auch alle rund um die Uhr, aber die haben entsprechend gut zu tun, und die sind das Rückgrat, der Think Tank, die Taktgeber unserer Arbeit, und umso schöner war es, sie alle in München zu Gast zu haben. So viel, liebe Silvia, zu deiner Frage, vielleicht auch ein bisschen so ein Behind the Scenes, mal hinter die Kulissen blicken unseres Apparates und des Zusammenarbeitens. Deshalb war ich dir sehr dankbar für deine Frage, und wenn auch ihr eine Frage habt, dann macht es einfach wie immer, kommentiert unten in den Kommentaren oder schreibt uns eine Mail, dann geht es nächste Woche vielleicht um euer Thema, wenn ich mich wieder aus München melde und es heißt Frag Fabian hier aus dem Bayerischen Landtag. Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian.